Wir sind hier am wunderschönen Brunnenplatz vom Frankistl. Das ist ein Verein, Nachbarschaftsverein für Ernährungssouveränität. Wir haben eine wunderbare Software, die Foodsoft. Dann kann man zwischen Sonntagabend und Mittwoch 16 Uhr bestellen. Wir haben Bäuerinnen und Produzentinnen aus der Umgebung, aber auch aus dem Frankviertel. Die meisten Produkte werden dann am Freitag gebracht zu uns hier ins Kistl. Und es ist aber so, dass wir das Gemüse von unserem Hauptgemüselieferanten in Niederneukirchen dann selber holen müssen. Es ist uns auch ganz wichtig, eben Begegnungen zu schaffen, untereinander, aber eben auch mit den Bauern, mit den Landwirtinnen. Wir machen verschiedenste Workshops zum Beispiel, wo wir Lastenfahrradanhänger bauen, Einkaufstaschen nähen oder bedrucken und so weiter. Wir kochen miteinander, wir machen eine Volksküche seit letztem Jahr. Alternativ einkaufen, Foodcorp, was heißt das? Das heißt, wir beziehen unsere Lebensmittel direkt von den Bauern, eben ohne Zwischenhandel. Für die Bauern ist das eine Möglichkeit der Direktvermarktung und für uns eine tolle Möglichkeit, wirklich ganz frische regionale Lebensmittel aus der Umgebung zu bekommen. Wir sparen damit einfach ganz viel Transportkosten, Verpackungskosten, Werbekosten, ganz viel. Und gerade da im Frankviertel ist es uns auch ein Anliegen, eben, dass wir, sage ich mal, kostengünstig, ja, preiswert eben gute Lebensmittel bekommen können. Und so geht das eben auch für Menschen, die jetzt vielleicht normalerweise nicht in den Biomarkt gehen.